Mein letztes Video mit der Leberwurst aus Schweinefleisch ist sehr gut angekommen. Und hier kommt die Variante aus 100% Geflügel. In kaltes Wasser gebe ich 5 Hähnchenschenkel, eine Zwiebel, 2 Lorbeerblätter, etwas Salz, damit das Fleisch schon nach was schmeckt. Und ein paar Pfefferkörner. Jetzt wird das Ganze 45 Minuten geköchelt. Nach nicht mal einer Stunde sehen die Hähnchenkeulen genauso aus. Jetzt wichtig, die gut abzukühlen. Jetzt wird das von Knochen abgelöst. Wir verwenden auch die Haut mit. Ganz einfach, damit die Leberwurst nicht zu trocken wird. Wir haben 800 Gramm reines Fleisch und ich mache 300 Gramm Leber. Hier habe ich Hühnerleber, 3 Gramm Majoran, 4 Gramm weißen Pfeffer und 22 Gramm Meersalz. Schneide 2 mittlere Zwiebeln einfach in Würfelchen und reibe obendrauf einfach eine Möhre. Möhre und Leber, es passt einfach zusammen. Etwas Butter in die Pfanne, ca. 20 Gramm und dünsten unsere Zwiebeln mit Möhren an. Wenn das Ganze so aussieht, ist das perfekt. Jetzt lasse ich die Leber durch die feinste Scheibe, die ich habe. Und ja, die Leber muss roh sein, die wird ja noch später gegart. Die stelle ich nochmal richtig schön kalt im Froster, damit die wirklich so 0 Grad hat. Durch die gleiche Scheibe lassen wir auch unser Hühnerfleisch durch. Wenn ein bisschen Leber mit dabei ist, ist das gar nicht so schlimm. Was ich noch mit durchlasse, sind 3 Knoblauchzehen. Und unsere Zwiebeln mit Möhren kommen auch noch durch den Fleischwolf. Jetzt brauchen wir so eine Art Kutter. Da rein kommt die angefrorene Leber. Die muss roh sein, damit die auch bindet. Da rein kommt jetzt unser Salz. Und das Ganze wird ein bisschen feiner gekuttert. Kleiner Schnitt. Die Leber war 2 Minuten püriert. Danach kam 80 ml Sahne, unser komplettes Hähnchenfleisch, Majoran und Pfeffer. Und dann habe ich das weiter gekuttert. Die Kamera hat das einfach nicht aufgenommen. Einfach alles reingegeben. 80 ml Sahne. So sieht die Masse aus. Insgesamt 4 Minuten gekuttert. Ich nehme so einen riesen Vakuumierbeutel. Hier habe ich das unten zugeschweißt. So sieht das Ganze aus wie ein Spritzbeutel. Hier kommt einfach so eine Ecke abgeschnitten und wird einfach in die Weggläser eingefüllt. In die Gläser nur zum 3/4 voll machen. Eine Dichtung rein und mit 2 Klammern verschließen. Hier habe ich meinen Topf. Da ist ein Baumwolltuch drin. Ganz einfach, damit die Gläser nicht direkt am Boden stehen, nicht klappern. Unsere Leberwurst sieht schon wirklich gut aus. Und ich koche noch die Brühe mit ein, dann ist sie noch ein bisschen haltbar. Das ist von den Hähnchenkeulen. Jetzt kommt das Wasser drüber. 2 Stunden bei 100 Grad. Das Werk ist verbracht. 2 Stunden sind rum und das sieht richtig gut aus. Wir lassen es langsam über Nacht abkühlen. Ein Tag ist rum, alle Gläser haben Vakuum gezogen. Das ist sehr wichtig, damit es haltbar bleibt. Ansonsten ist es nur ein paar Tage haltbar. Und hier ist die Leberwurst, die ist wunderbar fest geworden. Lässt sich wirklich gut verstreichen, hat schöne Konsistenz, schöne Bindung, ein paar eingelegten Gurken drauf und probieren. Schmeckt richtig gut, hat richtig gut funktioniert, obwohl Hähnchenfleisch wenig Fett hat, haben wir ein bisschen mehr der Sahne rausgeholt und die schmeckt mir sogar besser als meine letzte Schweineleberwurst, weil Hähnchenleber hat einfach viel milderen Geschmack und das Fleisch ist auch nicht so fettig. Richtig schön lecker geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.